Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Und hallo Mr. Moon. Wir sprechen mit Mr. Moon. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Das sah cool aus. Haben wir jetzt... Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Haben wir jetzt den kompletten Tag hier gewartet? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Unterwegs? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeis. Ein Demigeis? Ja, eine furchterregende Kreatur. Ach, hier ist die einäugige Hexe. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Ja, nämlich mit Dissendium. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeis. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Voll gemein. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ach, das machen wir jetzt bestimmt auf. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Ja, sicher. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Echt? Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeis auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben Ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Klar doch. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das ist ein Geist. Das war noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Ey, easy. So. Rechte, linke, F, leer, leer, easy. Ne, halt, hier, leer, leer, F. Linke, rechte, so rum. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Also gut, das haben wir. Allohomora, nice. Da gibt es jetzt, glaube ich, drei Stufen davon, oder? So.
Jetzt können wir hier, zack. Alohomora. Aber nutze Q, E und A, D, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Warte, ich kann hier bewegen und hier bewegen. Ah. Und grünen Funken bewegen, roten Funken bewegen. Was muss ich machen? Bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Oh. Okay. Sehr gut. Sie sind drin. Ist auch im Schloss. Mit dem Desillusionierungszauber wird sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Also, der ist ganz anders als der Monsieur Filch in den Büchern. Der Argus Filch, der ist nämlich so, also hier der Hausmeister stiftet uns an, erstmal verbotenerweise in den Turm zu gehen. Warte, wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt. Was es dir erlaubt, zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Mit Revelio. Okay, ja gut, ja, weil es darf mich jetzt natürlich niemand sehen. Revelio. Da oben ist jemand, okay. Ich muss weiter hoch, ne? Okay, der sieht mich ja bestimmt nicht hier. Nutze Hm und Hm, um ahnungslose Gegner anzulocken. Der macht mir jetzt ja erstmal noch nichts. Oh, Geld. Ah, ne, eine Vier-Augenbrille. Oh, nicht schon wieder. Da oben sind zwei. Wie läuft es mit deinen Klassen dieses Jahr? Okay, ich nicht muss da gut, durch. Würde ich sagen. Professor Sharp. Ach, der Professor Sharp ist da. Das sagst du jedes Jahr, Mathilda. Oh. Hier ist keiner. Gehen wir schnell vorbei. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin muss. Aber anscheinend hier hoch. Revelio. Irgendwelche Autoritätspersonen. Oh ja, da steht einer. Da oben ist noch jemand. Okay, der da oben ist egal. Der da ist das Problem. Ich muss da mitten durch. Okay, der läuft nach da hinten. Dann kann ich jetzt durch. Oh, oh, oh. Was? Ich muss hier das durch? Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Ich hoffe, dass jetzt die, die Zeit nicht weiterläuft. Hey, jetzt drehen sich doch beide schon. Funktioniert das jetzt? Ah, jetzt. Jetzt hämmer's. Das Badezimmer der Vertrauensschüler, da bin ich mal gespannt, weil in den Büchern wurde das ziemlich cool. Ach ja, hier gibt's die ganz vielen Wasserhähne. Ey, cool. Okay, die gucken nach da. Das sind Vertrauensschüler, da muss ich aufpassen, weil die verpetzen mich. Keine Angst vor Kobold-Revolten. Meine Noten bei Professor Hedgard sind spitze. Ich glaube, das... So. Warum lässt du die Kobolde nicht in Ruhe, du Troll? Du mit einer Vertrauensschülerin? Ich bin auch Vertrauensschülerin. Das reicht. Tschüssi. Jetzt muss ich aber gucken, war hier nicht auch noch jemand? Der ist aber weggelaufen, ne? Nach da hinten. Revelio. Da oben steht noch einer. Das könnte schwierig werden. Ich meine, ich kann den weglocken. Aber wohin denn? Ich muss ja da geradeaus. Ich könnte nach hier hinten locken. Du hackst eindeutig was aus. Kacke.
Ich dachte, die bewegt sich nimmer. Hat sie aber wohl doch. Und zwar genau dann, als ich nach hinten gegangen bin. Das war natürlich Pech. Ah, Mann. Und jetzt lädt's ewig. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel nochmal machen. Oh Mann. Habe ich den Mond noch? Ich hoffe, ich habe den Mond noch und muss einfach nur nochmal von dort aus weiterlaufen. Das wäre sonst auch ein bisschen asozial eigentlich, weil ich meine, ey, das hat eine ganze Weile gedauert. Und jetzt hat mich einmal jemand gesehen. Und sobald einer sieht... Ne. Ah doch, ich habe das Ding noch. Ich muss nur... Ah ja, okay, okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir jetzt erstmal den hier. Komm, diesmal rennen wir durch. Was gibt's hier? Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig in blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingen in den Ohren davon. Ich nehme an, dass Peeves das Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Matilda Weasley. Irgendeiner hat Unsinn getrieben. Okay, warte mal. Da steht einer, aber der sieht uns nicht. Revelio. Da oben sind noch Professor Sharp und Dings. Oh nee, die sind weg. Ja dann, da mache ich doch hier glatt mal Schloss auf Stufe 3 mischt. Da hinten wäre so eine Truhe mit dem Auge, glaube ich. Was ist das? Mit Juwelen bedeckter Schildkrötenpanzer. Geil. Viele halten dies für die Schale einer Feuerkrabbe, die auf den Fidschi-Inseln heimisch ist. Fachleute schwören jedoch, dass es sich um einen mit Juwelen verzierten Schildkrötenpanzer handelt, der von einem verrückten Zauberer bei Versailles kreiert wurde. Als sein Schloss von Nifflern überrannt wurde, wurde der schillernde Panzer entwendet und erst Jahre später von einem Hogwarts-Professor bei einem Urlaub in den Ardennen entdeckt. Ach, die Niffler haben das Ding geklaut, weil es glänzt. Ah, okay. Gut, also da können wir nicht rein. Revelio. Ich hoffe jetzt mal, dass Professor Sharp und Dingens da, die dir da waren, dass die weg sind. Okay, der ist wieder da. Dann pass mal auf, dann warten wir mal eben kurz. Ich meine, ich kann den doch weglocken, ne? Indem ich, Na? Hast du was gehört? Ah, jetzt geht er nach oben. Mischt. Ja, das will ich natürlich nicht. Wobei ich jetzt mal eben kurz den hier machen könnte. So. Revelio. Oh, was macht denn der da oben? Das sieht nicht gut aus. Der sieht aber aus, als wäre er da oben beschäftigt. Alles okay? Boah, da hinten stehen drei Leute. Hä? Geht der jetzt nicht zu mir? Habe ich ihn jetzt gefixt? Oh, jetzt kommt er zu mir. Okay. Ich glaube, ich sollte mich nicht unter der Treppe verstecken. Das ist eine Sackgasse. Okay, er kommt die Treppe runter. Und jetzt steht er hier rum. Oh, ne. Okay, er steht von mir weggedreht. Hast du das gehört? Ne?
Hast du das gehört? Revelio. Oh ja, das hat er gehört. Alter. Das ist ganz schön spannend. Kann ich hier einen Quicksave machen oder sowas? Ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Oh, ich muss an denen vorbei. Und da hinten ist auch noch jemand, ne? Guckt der in meine Richtung? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Okay, aber die gucken, glaube ich, nicht in meine Richtung, oder? Was? Ich sollte meine Aufsicht beginnen? Revelio. Wo geht die hin? Wo ist der Typ? Oh, da steht ja hier. Oh, je. Ah, okay. Das war die Krankenschwester, die ist weggegangen. Das heißt... Mist. Ich muss da dran vorbei. Aber die sehen mich doch, wenn ich jetzt dahin laufe. Und da hinten steht auch einer, der sieht mich auch. Was? Ich dachte, ich hätte was gehört, oder nicht? Nein. Jedenfalls hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Ich wollte endlich die Quidditch-Regeln lernen. Soll ich die weglocken oder kann ich an denen vorbeilaufen? Ich weiß halt nicht, wo ich die hinlocken sollte, ne? Folgen, wenn es je ein nächstes gibt. So. Ich bin nicht hier. Naja, das Ding ist, wenn ich jetzt erwischt werde, ist es ja auch egal, oder? Weil, was gibt's hier? Was ist schon mit der los? Krankenflügel. Anwesende Heilerin, Schwester Noreen Bailey. Patientenname. Auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Ah ja, okay. Alter auch geschwärzt. Notizen. Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt. Auch wenn meiner Ansicht nach auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein. Was? Denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Ach so, wenn jemand verletzt wurde, muss ich es gewesen sein. Ah ja, okay. Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notizen niederzuschreiben. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen unerhört, aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen, und zwar nur, weil ein Reinblütiger auf Anweisung von Professor losgeflogen ist und aufeinander geschwärzt, bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen, geschwärzt. Unfassbar. Also der Professor Black, der ist echt ein Vollidiot. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind die Leute? Irgendjemand da? Die ist ja wieder da. Da schleiche ich mich gleich dran vorbei. Und wie sieht's... Wo ist der Typ? Der steht da hinten. Ja, easy. Alle sind aus dem Weg. So. Ist hier noch jemand eigentlich? Vielleicht sollte ich nochmal gucken. Da unten läuft einer rum. Der kommt die Treppe hoch. Was macht der denn? Ach, der steht jetzt da rum. Na, ich bin gar nicht da. Mhm. Revelio. Okay. Jetzt ist niemand mehr da. Mr. Moon? Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. So, hier war ein kleiner Schnitt. Leider, aber macht nichts. Es war ja eh gerade ein Dialog.
und es war zu Ende gesprochen. Ich helfe gern, natürlich helfe ich gern. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Das hört sich Denken gut an. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Na, natürlich. Wie viele Statuen gibt es? Ja, das würde mich mal interessieren. Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Mhm. Was bekomme ich? Das ist die nächste Frage. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Das heißt, okay. Gut. Okay. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. So. Das heißt, wir haben jetzt zum einen diese Besenverbesserung. Die kriegt man immer, indem wir... Na, mein Mikrofon neu ausrichten. So. Die kriegt man, indem wir die Rennen fliegen. Wir haben die Demigeist-Statuen. Wenn wir die sammeln, kriegen wir irgendwann immer stärkere Alohomora-Zauber. Ja, das ist doch nicht schlecht. Mhm. Gut, nee, dann machen wir jetzt die Unterrichtsstunde, oder? Würde ich sagen, da sehe ich noch eine Nebenmission. Das scheint die richtige Statue zu sein. Dissendium. Was war das Passwort? Komm, wir machen das. Dissendium. So. Oh, jetzt muss erst mal... Ah, ja. Wer hätte all das hier unten erwartet? Okay. Viereckige Südhalle. Im Buch ist das eine Rutsche, die man hier runterrutscht. Hier ist eine Treppe. Naja, egal. Also. Dann laufen wir mal dahin. Und laut Buch ist das ein ewig langer Tunnel. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Kaputt? Überhaupt kein Problem. Repar. Ja, nice. Das scheint gewirkt zu haben. Scheint so, ja. Mhm. Nutzen. Das holen wir uns. Das betätigen wir. Sollte ich eher sagen. Und dann, was müssen wir nochmal holen? Die Billywick-Stachel. Ach, hier geht's raus. So. Boah, krass. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Ja. Lumos. Boah, ist das hell. Da sieht man ja gar nichts mehr. Voll nebelig hier unten. Da hat man ohne das Licht mehr gesehen. Lass ich's mal lieber aus. Eine Ratte. So, oh je. Muss ich jetzt auch noch hier kämpfen, wenn ich da durchgehe, oder was? Sind das Frösche? Kröte. Akio. Oh, das geht sogar. Okay. Incendio. So. Top. Was gibt's hier? Vielleicht den hier? Levioso. Ah ja. Geht's hier noch weiter, bevor ich jetzt weitergehe hier? Ah, sechseckige Brille mit goldenem Gestell. Incendio. So, hier geht's auch noch weiter. Oder, nee, hier geht's wieder zurück. Ah, okay. Also gut. Hopp. Und hopp. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen.
irgendwo vorbeikommen. Also im Buch ist das nicht so ein Levioso. Schwieriges Ding. Da muss man einfach nur da muss man einfach nur durch einen Gang durchlaufen, aber also gut. Dann Reparo. Zack. Und zack. Levioso. Volles Jump'n'Run hier. Boah. So, dann brauchen wir den wieder. So. Da müssen wir wieder reparieren. Ne, so rum. Reparo. So. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Ja, hoffen wir es mal. Levioso. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Was? Was denn? Hä? Vielleicht sollte ich Akio wirken, um das Bild aus dem Weg zu schaffen. Den Rahmen. Akio. Uiuiui, was macht der denn? Hä? Alter, der spinnt doch. Ja. Pff. Alter. Immerhin noch ein bisschen Geld gefunden. Also nochmal. Hopp. Hopp. Hey, Alter, hier geht's lang. So. Akio von mir aus. Auf den Rahmen. Ach, den Rahmen, oder was? Akio. Ah, okay. Und jetzt. So. Levioso. Aha. Geschafft. Hopp. So. Okay. Hier muss der Ausgang. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Hm, bestimmt nicht, indem man das hier anzündet, oder? Incendio. Ach, das war's schon. Süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Honigtopf. Dann gehen wir halt mal in den Honigtopf. Okay. Lädt das jetzt lange? Ich frage mich gerade, ob das von der Strecke auch hinkommt, so, weil den Honigtopf gibt es ja tatsächlich in der Welt. Alter, versteck dich. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Hm. Wo finde ich die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth? Das ist die Frage. Vielleicht hier? Billywick-Stacheln. Gut. Ich habe die Billywick-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Ich bin jetzt tatsächlich hier drin. Soll ich mal da durchlaufen? Ich weiß nicht, ob das ratsam ist, weil ich weiß ja nicht, ob das... Ich war hier noch nie drin, ne? Oh. Tatsächlich. So. Warte mal, wir sind doch jetzt in Hogsmeade. Dann können wir auch eigentlich mal hier reingehen. Ah, hallo. Kommen Sie ruhig herein. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Na, ich will nur den Mond hier mitnehmen, danke. Bin schon wieder weg. So. Hopp, hopp. Da schläft eine Katze. Oder schläft die? Ne, die schläft nicht. So. Ja, so. Dann gehen wir einmal zurück. Obere Hauptstraße. Mhm. Hui. Dann gehen wir jetzt zu Gareth zurück. Geben dem diese Stacheln. Und genau, so machen wir's. Kann ich schon fliegen? Nein. Jetzt.
Auf geht's. Verfolge ich den Auftrag? Ich sehe nämlich überhaupt gerade gar keinen so einen Marker oder sowas. Naja. Am frühen Morgen. Ist bestimmt kalt. Hogwarts-Gelände. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich verfolge den Auftrag tatsächlich nicht. So wie es aussieht. So. Oh. Soll das so? Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Desendium für Süßes. Ach, ich krieg Gold, wenn ich das mache. Ja, jetzt verfolgen wir den. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, das soll so nicht sein. Wir ignorieren's. Hat keiner gesehen. So. Jawohl. Dann kehren wir einmal zurück. So. Ach so, ups, das war nix. Hier durch. Jawohl. So. Eingangshalle und auf geht's. Da ist er ja. Hallo Gareth. Ich habe die Billywig-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Was ist mit Bezahlung? Nee, komm. Der gibt mir schon was. Gerne doch. Hier hast du sie. Genial. Kannst kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Oh je. Yeah. Warte, habe ich jetzt wirklich kein Geld gekriegt? Ich habe kein Geld gekriegt? Halsabschneider. Aber ich habe einen Talentpunkt. Dann verbrauchen wir den noch kurz. Warte mal, Talente. Haupttalente. Neues Zauberset. Vielleicht mache ich das. Das brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Mega Powertrank hat eine bessere Heilwirkung. Das wäre nicht schlecht. Von Stupor getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Auch nicht schlecht. Ein erfolgreiches Ausweichen unblockbarer Angriffe erhöht die alte Magieanzeige. Auch nicht schlecht. Wenn du einen Zauber mit einem perfekt abgestimmten Protego blockst, sendest du 2 Projektile zurück auf deine Gegner. Ach so, perfekt abgestimmt. Das habe ich noch nie ausprobiert, ne? Aber es geht ja auch, wenn man es im letzten Moment drückt. Dann, okay. Basiszaubertreffen Gegner in der Luft. Was? Treffen. Ach so, Basiszaubertreffer gegen Gegner in der Luft. Alter, was ist das für ein Satz? Erhöhen die alte Magieanzeige stärker. Nö, komm, wir holen uns das. Zack. Jetzt haben wir nämlich 4. Genau, jetzt kann ich hier nämlich das auch noch benutzen. Ja, jetzt ist die Frage. Was brauche ich denn noch für Sets? Ich könnte noch so ein richtig aggressives nehmen, ne? Wo ein Feuerzauber drin ist, aber auch der hier. Vielleicht so. Und dann aber noch den hier finde ich praktisch. Und den hier vielleicht. Was ist das da? Flipendo wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Ah. Ist nützlich, um Rätsel zu lösen und die Schwächen bestimmter Gegner auszunutzen. Ja gut, aber jetzt haben wir 4 Sets, durch die wir jetzt durchscrollen können. Genau. Und dann, jetzt haben wir noch eine... Ach, guck mal, den machen wir geschwind. Leviosa. Nice. So. Kann ich die Dinger hier anzünden? Incendio. Nein. Okay. Ja gut, dann würde ich aber sagen, dann machen wir die Unterrichtsstunde pflegemagischer Geschöpfe in der nächsten Aufnahme oder in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.